Unsere Nationalität beeinflusst unser Leben praktisch jeden Tag. Ob jemand beispielsweise Zugang zu erschwinglichen Krankenversicherungen oder einer gesicherten Rente hat, hängt davon ab, welchen Pass man besitzt, also welcher Nationalität man angehört. Darüber hinaus kann die Nationalität auch über Leben und Tod entscheiden. Beispielsweise, wenn jemand auf der Flucht ist und Asyl in einem bestimmten Land beantragen möchte. Auch am politischen Leben können wir nur innerhalb eines genau abgesteckten Gebietes uns beteiligen. Die Nationalität ist deshalb für uns alle sehr prägend. Doch, was zeichnet sie eigentlich aus? Und was sind Nationen überhaupt? In diesem Video mit dem Titel "Was ist deine Nation?" gehen wir zusammen diesen Fragen nach. Dazu schauen wir uns an, welche Erklärungen die Forschung seit dem 19. Jahrhundert dazu geliefert hat. Um euch das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen, werden wir es euch anhand des Fallbeispiels Schweiz etwas näher bringen. Doch seit wann gibt es Nationen überhaupt? 1776 wurde mit den Vereinigten Staaten von Amerika der erste Nationalstaat gegründet, wie wir ihn heute kennen. In den nächsten 150 Jahren, angefangen in Frankreich mit der Französischen Revolution 1789, folgten weitere Nationen in Zentraleuropa. Bereits im 19. Jahrhundert, also zu jener Zeit, wo die meisten modernen Nationen als solche gegründet wurden, hat Ernest Renan 1882 reflektiert über Nationen nachgedacht. Eine Nation existiert vor allem in den Köpfen der Menschen und kann nicht an handfesten Merkmalen wie Sprache oder Religion festgemacht werden. Eine Nation entsteht dadurch, dass sich eine Gruppe von Menschen, die sich demselben Land zugehörig fühlen, sich auf eine gemeinsame Vergangenheit oder Abstammung berufen. Im Hier und Jetzt hingegen besteht eine Nation aus dem Wunsch, zusammenzuleben. Die Entscheidung zum Zusammenleben wird jeden Tag aufs Neue getroffen. Der Wille ist also wichtiger als Faktoren wie Sprache oder Religion. Doch teils basiert der Glaube an die gemeinsame Vergangenheit auf Dingen, die historisch gar nicht belegt sind. Schauen wir uns beispielsweise den Nationalmythos der Schweiz an. Wieso feiern die Schweizerinnen und Schweizer den 1. August und das symbolisch mit einer Feier auf dem Rütli, obwohl die Nation weder eine gemeinsame Sprache oder Religion hat? Beim Schweizer Nationalmythos ist insbesondere die Geschichte von Wilhelm Tell sehr wichtig. In der Geschichte Tells schwören sich die Vertreter von Uri, Schwyz und Nidwalden am 1. August 1291 auf dem Rütli einen Treueeid, um sich von den übermächtigen Habsburgern loszusagen. Allerdings ist die Geschichte Wilhelm Tell ein Bühnenschauspiel von Friedrich Schiller aus dem Jahre 1804. Viele Menschen glauben noch heute, dass sich die Gründung der Schweiz, wie bei Schiller beschrieben, zugetragen habe. Jedoch zieht sich die Überlieferung Tells über verschiedene Historiker und Quellen von der Zeit 1291 fehlen uns. Vielmehr sagt der Erfolg von Schillers Bühnenspiel etwas über die Schweiz im 19. Jahrhundert aus, nämlich nicht, wie die Vergangenheit wirklich gewesen ist, sondern wie man sich eben diese vorgestellt hat. Nun wissen wir zwar, warum die Nationalfeier auf dem Rütli gefeiert wird, doch wieso ausgerechnet am 1. August? Im 18. Jahrhundert wurde ein Dokument gefunden, welches wir heute unter dem Namen Bundesbrief von 1291 kennen. In diesem Dokument schlossen sich die Einwohner von Uri, Schwyz und Nidwalden zusammen, um den Landfrieden zu wahren, das heißt, gemeinsame Gesetze zu respektieren und Ansprüche nicht mehr gewaltsam durchzusetzen. Dieses Dokument wurde zu Beginn des Monats August datiert. Es gibt jedoch unzählige weitere solcher Bündnisse und der Bundesbrief hat nichts mit Wilhelm Tell oder den Habsburgern zu tun. Aber wieso feiern die Schweizerinnen und Schweizer dennoch den 1. August und erinnern sich dabei an die ruhmreichen Taten von Wilhelm Tell zurück? Durch die Entdeckung des Bundesbriefes entbrannte Mitte des 19. Jahrhunderts, also zur Gründungsepoche der modernen Nationalstaaten, ein Expertenstreit, wie die Schweiz denn nun überhaupt entstanden sein soll. Auf der einen Seite standen die Befürworter der Tell-Überlieferung, auf der anderen die Befürworter einer Gründung durch den Bundesbrief. Und hier sind wir nun wieder mitten im Thema der Nationsbildung. 1889 griff nämlich auch die Politik in diesen Streit ein. Der Bundesrat rief zu einer nationalen Feier 1891 auf, also zum 600-jährigen Jubiläum des Bundesbriefs. Dies rief natürlich auch Kritik hervor. Denn bereits seit der eigentlichen Staatgründung 1848 verspürten die führenden Schweizer Politiker stets ein großes Bedürfnis, die helvetische Einheit durch symbolische Akte zu festigen.
Diese wurde wiederholt durch religiöse und politische Machtkämpfe gefördert. So lag die schmerzhafte Erfahrung des Sonderbundkrieges, der hoffentlich letzte Bürgerkrieg der Schweiz, noch nicht allzu weit weg. Hierzu mein Trenon. Eine Nation muss schmerzhafte Erfahrungen vergessen können, da diese sonst die Einheit eines Landes gefährden. Mit den Befürwortern der Telsi-Überlieferung konnte also ein Kompromiss geschlossen werden. Sie einigten sich darauf, dass die Feier zwar am 1. August stattfinden sollte, die Hauptfeier wurde aber dann auf dem Rütli und der Telsplatte abgehalten. Doch nun wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Der Bundesbrief von 1291 wurde also erfolgreich mit dem Tell-Mythos verwoben und kann heute nur noch durch wenige Personen auseinandergehalten werden. Doch was können wir nun durch dieses Beispiel überhaupt für unsere Fragestellung erfahren? Bereits die geführten Diskussionen und gefundenen Kompromisse zeigen, dass die Rückbesinnung auf eine gemeinsame Abstammung und/oder Tradition eine Nation maßgeblich prägen kann. Natürlich entstand jede Nation anders und es gibt deshalb auch verschiedene Arten von Nationalismen. Frankreich zum Beispiel entstand nicht gleich wie die Schweiz. Dennoch gibt das Beispiel der Schweiz eine gute Vorstellung von diesem Prozess der Nationsbildung. Wie das Beispiel der Schweiz gezeigt hat, sind Nationen keine uralten Institutionen, sondern Erscheinungen der Moderne. Somit müssen wir uns fragen, ob diese denn auch ewig werden. Vielleicht werden Nationen als Form des Zusammenlebens eines Tages abgelöst. Wie eine neue Form dieses Zusammenlebens denn aussehen könnte, darüber lässt sich nur spekulieren. Renan verwies bereits während den 1880er Jahren auf eine europäische Föderation. Vielleicht leben wir in Zukunft in nationenübergreifenden Zusammenschlüssen wie der EU. Nationen sind also ein geistiges Produkt. Sie werden jeden Tag aufs Neue von vielen unterschiedlichen Menschen zusammen erfunden, gedacht und gelebt. Glauben Menschen nicht mehr an Nationen, vergehen diese. Jedoch bietet den Menschen die Nationszugehörigkeit auch reelle Vorteile wie soziale Absicherung oder politische Rechte, respektive Nachteile, falls eine Person keine Nationszugehörigkeit besitzt. Wir leben heute in einer Welt, in der Staatenlose nicht über Rechte verfügen, einer Welt der Nationen.